Der 58 Jahre alte Pilot wird sofort nach seiner Bruchlandung ins Krankenhaus gebracht. Offenbar hatte er sich beim Landeanflug auf den Bamberger Flugplatz komplett verschätzt. Das erste Lagebild war erstmal sehr chaotisch, jede Menge Trümmerteile und erstmal unklar, wie schwer ist der Pilot verletzt. Man hat dann herausgefunden, dass das Kleinflugzeug, also der Segelflieger, aufgrund von geringer Höhe dieses Preisschild touchiert hat und dann hart auf dem Vorplatz der Tankstelle aufgeschlagen ist. Riesenglück im Unglück, er beschädigt dabei nur zwei geparkte Autos. Außer dem Piloten passiert niemandem etwas. Der Pilot hat im Allgemeinen sehr viel Glück gehabt. Es handelt sich hier um eine missglückte Außenlandung und das Flugzeug ist trotzdem sehr hart aufgeschlagen. Und dafür hatte jetzt der Pilot an sich keine äußeren Verletzungen. Man vermutet, dass das Rückenmark oder Rückenmarksverletzung vorliegt. Der Sachschaden soll nach ersten Schätzungen bei rund 80.000 Euro liegen. Es wird jetzt ermittelt, wie genau es zu dem Unfall kommen konnte.